Alter, hier ist ein Ei drauf. Er ist von Hackepizza, ne? Danke schön für eine homogene Masse schlagen. Zimt und Zucker. Ich finde, es sieht lecker aus. Ich finde, es ist echt ja. Geiles Meal. Boah, Dinger. Mhm. Mhm. Oha. Hi. Okay. Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video von uns beiden. Ja, Brüdern. Freunde. Freunde, heute ist es soweit, und zwar haben wir uns gedacht, wir können mal ein Video machen, in dem wir nur deutsches Traditionsessen essen. Was ist deutsches Traditionsessen? Wir werden nur Nahrung zu uns nehmen, beziehungsweise Mahlzeiten, die bestimmte Namen haben. Und zwar fangen wir, also man, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, zum Beispiel sowas wie Hackepeter. Was gibt's noch? Ich weiß gerade selbst kalter nicht. Kalter Hund. Ich weiß selber nicht, was es alles ist. Ich auch nicht, ne? Aber... Also wir müssen das auch googeln, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt eben einkaufen und holen uns die erste Mahlzeit, weil wir wissen schon, was kommt, ja. Und darauf habe ich Bock. Darauf das ich kennt auch man auch, aber der Name davon ist auch lustig. Erstmal zum Bäcker. Let's go. Ach so! Ah, stimmt! Hälfte, Hälfte! Aha! Ja, der ist natürlich... Hälfte, Hälfte! Nein. Ihr müsst doch beide probieren! Ja! Ja, ihr müsst beide... Ja. Schon? Ja. Alter, hier ist ein Ei drauf. Hey, das geil. Freunde, wir fangen an, wie schon im Intro gesagt, mit einem Hackepizza. Das sieht viel geiler aus. Jo. Ne? Aber... Alter! Hackepizza, nichts anderes als ein Brötchen mit Zwiebel und Mett. Ich habe hier noch ein Ei drauf. Warum das Ganze... Und meins war teurer als wenigstens, weil wir die hat beim anderen Bäcker geholt. Warum das Ganze Hackepizza heißt, habe ich gerade gegoogelt. Das hat zum einen mit der Petersilie zu tun, weil sich irgendwie nur arme Leute Petersilie leisten konnten. Die anderen Gewürze aus Salz waren zu teuer. Alter, und Peter, wurde auch so für Leute benutzt, der Name, die arm dran waren. Man hat zum Beispiel auch zu Wackelpudding. Peter-Pudding? Nee, Wackelpeter oder so gesagt. Peter, irgendwie Digga, so. Und ist gemein auch. Ne? Ist auch gemein, aber erste. Es gibt bestimmt einige Leute, die reich sind und Peter heißen. Oh, das ist. Auf jeden Fall, ja. Erstmal ein Hackepeter, ne? Mmh. Ohne Witz, Freunde, ich liebe Mettbrötchen. Ich habe so lange keine gegessen. Lass mal live spielen. Bei mir ist auf jeden Fall ultra viel Mett drauf. Bei mir auch. Aber ich will jetzt in dieses Ehrenbrötchen, weißt du? Ja. Schon mal ganz klar. Aber ganz klar, Leute. Ich würde sagen, wir hauen uns das jetzt rein. Und dann sehen wir uns schon bei der nächsten Mahlzeit mit einem lustigen Namen. Ja. Bis dann. Halt die Ohren steif. Bis dann, Hände. Und damit können Sie auch schon spazieren fahren hier. Wow! Also, das ist natürlich ein bisschen spaßiger. Okay, Brother, was holen wir uns jetzt? Wir holen jetzt was für den strammen Max und für den. Wie hieß der nochmal? Den armen Ritter. Den armen Ritter? Freunde, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wisst, was das ist. Der stramme Max und der arme Ritter. Mich würde es interessieren, ob jemand weiß, was das ist. Denn ich wusste es vorher nicht. Ich wusste gar nichts, was das ist. Sie weiß allgemein nichts. Das ist das Ding. Ich weiß sehr viel, sehr, sehr viel. Aber das wusste ich nicht. Okay, Freunde, die nächste Mahlzeit werden arme Ritter sein. Wie wir schon gesagt haben. Und zwar bestehen arme Ritter aus. Armen Ritter. Nein. Eier, Milch und Brot. Das meistens, in diesem Fall. Genau, meistens macht man arme Ritter. Das ist eigentlich nichts anderes als ein French Toast. French Toast ist, glaube ich, ein gängigerer Begriff für die meisten. Aber also, bei French Toast, glaube ich, eigentlich im Regelfall ist da keine Milch drin. Ja, stimmt. Und hier ist Milch drin. Ja, okay, ich weiß nicht genau, es kann sein. Aber zum Beispiel hat man, weiß nicht, am Freitag Brot gegessen und am Samstag Brot gegessen, dann ist noch was übrig geblieben und dann ist es schon zu hart, um es einfach so zu essen. Und dann nimmt man das Ganze, macht das schön in Ei, brät das an und dann hat man direkt eine richtig geile Mahlzeit. Genau. Und deswegen ist das auch so eine geile Mahlzeit, weil man einfach nichts verschwenden muss. Genau. Die braucht einfach, ich mache das jetzt frei Schnauze. Wie alles? Milch. Bob. Butter. In die Pfanne schön. So, dann Eier, zwei Stück. Zwei, du? Ja, wir machen drei. Danke schön. Für eine homogene Masse schlagen. Okay, Freunde, easy peasy. Rot rein. Bob. Extra sloppy. Klatsch. Das ist für Willi, dieses Stück hier. Okay, Freunde, die armen Ritter sind angerichtet. Die Ritter. Was noch sehr wichtig ist, was wir noch drauf gemacht haben, Zimt und Zucker, damit das Ganze auch eine gute Note der Süßigkeit rüberbringt. Genau. Und? Nice. Besser als French Toast? Mm-mm. Aber anders, also... Komplett anders. Aber auch nice. Das Milchige kommt gut durch. Mm. Ich find's geil. Ich find's auch sehr, sehr geil. Ich denke, ich würde da noch mehr Zimt und Zucker drauf machen. Doch.
Also ich finde es echt sehr geil. Also ich finde auch, es ist komplett, also es ist schon nochmal, man merkt, das ist was anderes als French Toast. Aber ich würde nicht sogar zwingend sagen, dass es was Süßes ist oder Deftiges ist, so ein Zwischending irgendwie. Aber geil. Kein perfektes Frühstück so eigentlich. War schon lecker. Die armen Ritter hatten früher eigentlich trotzdem leckeres Essen, obwohl sie arm waren. Herrlich. Okay, Freunde, die nächste Mahlzeit wird wieder was groß sein. Kann ich auch was sagen? Ja. Wir essen jetzt den Strammen Max. Sehr gut, danke, Arthur. Und zwar besteht dieser Strammen Max aus einem Brot, wie Willi schon gesagt hat. Das Brot wird in der Pfanne warm gemacht mit Butter. Dann kommt da Schinken drauf oder Speck. Und auf den Speck kommt eine ordentliche Portion Käse drauf. Und danach kommt noch ein schönes Ei drüber. Dankeschön. Dann haben wir das hier. Genau, also ihr seht, es sind sehr, sehr viele, sag ich mal so, traditionelle Mahlzeiten mit solchen, ich sag mal, komischen Namen. Sind sehr viele mit, was soll ich sagen? Mit Brot, würde ich sagen. Sehr viele dieser Mahlzeiten sind mit Brot und sind sehr, 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 sehr einfache Mahlzeiten. Sehr einfach zuzubereiten und relativ günstige Mahlzeiten, weil die Mahlzeiten auch aus einer Zeit stammen, wo viele Menschen einfach nicht so viel Geld hatten und Lebensmittel. Und deswegen hat man sich mit den einfachsten Sachen und fast irgendwie bis jetzt immer Brot ausgeholfen. Ja, Mann, und ich würde sagen, wir tasten jetzt rein. Ja. Nicht? Doch, doch. Ich nur noch. Soll ich warten auf dich? Nein, hau rein. Ja? Das erinnert mich so an so ein Brot, das man so bei der Kirmes kauft. Wow. Weißt du? Aber Schwarzwälder Schenken schmeckt schon nice. Hat einen richtigen eigenen Geschmack einfach. Ja. Willst du ein Stück? Nee, danke. Ich kenn's aber nur ohne Käse. Ohne Witz, es ist so einfach, so simpel, aber es schmeckt so heftig gut, ne? Also, das ist, finde ich, richtig oft so, dass die einfachsten Mahlzeiten die besten sind. Ja. Ja, Freunde, nach dieser Mahlzeit wird es eigentlich erstmal Zeit zu trainieren, oder? Ja, Mann. Let's get it on. Let's get it on, Freunde. Pump wird auf jeden Fall am Start sein. Chase the pump forever, till ja, I die. Ja, meinst du? Always chase the pump, till I die. Let's go, pump it up. Freunde, Workout auch durchgezogen, heute mal komplett zu Hause, also komplett ohne Gewicht. Und es war richtig geil, ne? War wieder richtig geil. Ich habe persönlich Ganzkörper gemacht, wobei eher ein bisschen Oberkörper. Ich habe Rücken, Brust gemacht, ich habe Trizeps, Bizeps gemacht, also damit und Schultern habe ich sogar auch gemacht. Also ich habe von allem ein bisschen gemacht. Genau. Und das Ding hat extrem Bock gemacht. Die Variation von den ganzen Übungen, die man machen kann, mit dem ganzen Equipment, das ist einfach weltüberragend. Aber wenn man kreativ ist, kann man sogar bis zu 500 Übungen da machen. Also Freunde, kann man sich heftig austoben. Braucht nicht mal kreativ zu sein, denn die App wird im ersten Monat, wenn ihr so einen Rucksack kauft, kostenlos sein. Dann könnt ihr euch die ganzen Übungen reinziehen. Von Koordination bis zu Kraftsport, alles ist dabei, also bis zu 500 verschiedene Übungen mit diesem ganzen Equipment hier, was ihr hier rechts seht. Genau, aber wir nutzen es natürlich erstmal nur für die Basics, um einfach schön sowas wie Squats zu machen und so. Und am Ende hatten wir jetzt zum Beispiel die drei Bänder, wir haben verschiedene Schwierigkeitsstufen, wir haben die drei einfach kombiniert. Und ohne Witz, die Squats haben schon geil reingehauen, das ist nochmal komplett andere Belastung. Wenn man dauerhaft einfach eine andere Tension hat, quasi unten ein bisschen weniger, aber dafür Bein hochgehen, hat man mehr Tension, weil dann ja quasi mehr Spannung drauf ist. Und ohne Witz, durch das kurze Training habe ich schon einen krassen Pump in den Beinen bekommen. Ich habe heute ein bisschen mehr Beine gemacht und hat auf jeden Fall heftig Bock gemacht, wenn man überlegt, dass man quasi nur zu Hause trainieren könnte. Und wir haben das gerade gemacht und hiermit kann man dann einfach alles durchziehen. Genau, es gibt keine Ausreden mehr. Ihr könnt überall trainieren, ob es draußen ist, drin ist, egal um wie viel Uhr. Okay, wenn ihr jetzt Nachbarn habt, die um 3 Uhr nicht so gerne... Man muss ja nicht springen. Das hört. Muss man ja nicht. Dann geht er einfach in den Keller. Dann geht er einfach in den Keller und dann könnt ihr auch trainieren. Das Ganze hier könnt ihr jetzt aktuell mit unserem Code Engels Christmas für 149€ anstatt 199€ erwerben. Und Freunde, wenn ihr das Ganze einzeln kaufen würdet, würdet ihr pipapo 350-400€ zahlen. Plus, ihr kennt ja aktuell die Lieferzeiten. Ja, genau, das ist auch richtig, richtig geil. Also, Lieferzeiten sind hier extrem schnell. Wenn ihr es jetzt bestellt, kriegt ihr es in ein paar Tagen geliefert. Könnt ihr direkt loslegen, noch vor Weihnachten ein bisschen mal wieder was machen. Für die Leute, die jetzt gerade nicht so motiviert waren, was zu machen, ist das eine richtig geile Alternative. Oder für die Leute, wenn ihr wisst, okay, der und der, der hat ein bisschen rumgenörgelt, sagt, er kann nicht mehr trainieren, weil die Gyms zu sind, das wäre auf jeden Fall ein perfektes Weihnachtsgeschenk. Ja, der erste Link unten in der Beschreibung ist auf jeden Fall Super Karma. Richtig, richtig geiler Rucksack, richtig geiles Equipment. Und ich würde sagen, wir werden jetzt langsam wieder essen, Freunde. Let's go. Nach Training habe ich immer Hunger. Und das ist die letzte Mahlzeit, Freunde. Und zwar heißt das Gericht Himmel und Erde oder Himmel und Erd.
Himmel und Ed. Genau, das Gericht kommt ursprünglich aus dem Rheinland, gibt es auch heutzutage sehr oft in Brauhäusern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Himmel und Erde. Das nennt man ganz einfach so, weil die Zutaten sehr, sehr lustig sind. Und zwar haben wir hier Zwiebeln, Blutwurst. Darunter ist Kartoffelpüree, genau. Und so ein angebratener Apfel, genau. In Zimt, Apfelsaft und Zitronensaft. Genau. Und warum das Himmel und Erde heißt, ist ganz einfach, weil die Kartoffeln aus der Erde kommen, die pflückt man bzw. Erntet man aus dem Boden und mit ein bisschen Fantasie pflückt man quasi die Äpfel aus dem Himmel, deswegen Himmel und Erde oder auch Himmel und Ed. Ich weiß jetzt nicht, wie das richtig ausgesprochen wird. Ja, Mann. Check mal ab, wie es aussieht auf jeden Fall kurz. Ja, Mann. Ich finde, es sieht lecker aus. Ich finde, es sieht echt, geiles, ja. Meal. Aber ich bin auch gespannt, wie das Ganze harmonieren geht. Es sieht halt auch heftig traditionell aus. Ja, so genau. Das ist auch so ein traditionelles Essen, was damals wirklich auch arme Menschen gegessen haben. Also diese Mahlzeiten, die nur arme Menschen gegessen haben, die sind heutzutage sehr traditionell. Und don't judge me wegen der Cappy. Ich muss sie waschen. Ich glaube, man sieht es nicht in der Cam. Okay, nice. Alles gut. Die ist sauber. Okay, let's go. Teste den. Drei. Machst du direkt alles drauf? Ja, Mann. Drei. Warte, mach gleichzeitig. Zwei. Ja, mach mal nicht so Druck jetzt. Boah, Digga. Mhm. Oha. Digga, ich glaube, das ist die geilste Mahlzeit von heute, weil also, das so außergewöhnlich ist, aber so krass harmoniert im Mund. Mhm. Also das spielt so perfekt zusammen, weißt du? Spielt Ping-Pong im Mund. Ja. Mhm. Boah. Boah, Digga. Und mögt ihr Blutwurst? Ja. Mhm. Ja? Mhm. Safe, mein Papa haben das auch früher ab und zu mal gekauft. Mhm. Also davon könnte ich selbst mehr essen. Mhm. Freunde, auf jeden Fall hoffen wir, euch hat dieses Video gefallen. Falls ihr mit so einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr davon Part 2 sehen wollt oder ob wir irgendwie sowas machen sollen, wie man irgendwie in Finnland oder in skandinavischen Ländern im Mittelalter gegessen hat oder irgendwie sowas. Ich gucke gerade Vikings. Ich wollte gerade sagen, Alter, wegen Assassin's Creed und Vikings. Ja, ich habe irgendwie auch Bock mal zu gucken, Idee, was die Wikinger oder so gegessen haben. Da müssen wir erstmal jagen gehen. Ja, gehen, Bart wachsen lassen. Genau. Ja, mein Freund, auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Genau, lasst sehr gerne ein Abo da und checkt auf jeden Fall die Premiere von Saskia ab. Die läuft nämlich genau jetzt nach Sie dem Video. Ist nämlich ein Tag lang wie Arnold Schwarzenegger. Aber nicht wie Arnold Schwarzenegger damals gegessen hat, sondern wie jetzt ist es auf jeden Fall ganz anders, als man denkt. Sehr gerne abchecken. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Peace.